Ausgeschlafen und wir sind gerade mit dem Bus hier zur Ausgrabungsstätte gefahren und gucken uns die jetzt mal an. Und morgen geht es dann zum Flughafen und dann wieder zurück nach Deutschland. Griechenland war sehr anstrengend, aber auch sehr schön. Das Wetter war mega geil und war mega interessant, die Geschichte von Griechenland, genauer gesagt von Thessaloniki, zu erfahren und anzugucken. Vor allem die Ausgrabungsstätten und das Archäologiemuseum. Da gab es echt Momente, wo ich dachte, Alter, krass, dass das schon so alt ist und doch so gut erhalten. Zum Beispiel das Mosaik aus dem Archäologiemuseum, dass das noch so gut erhalten ist und noch ja, für die Nachwelt festgehalten werden kann, ist echt schon bemerkenswert und unglaublich. Und die Schiffstour bei Sonnenuntergang war echt auch super schön. Aber was uns auch noch aufgefallen ist, dass es hier ziemlich viele Katzen und Hunde gibt, die auf der Straße leben, und das ist auch ein sehr unschönes Stadtbild gibt, und daran kann man ja auch so ein bisschen ablesen, wie es der Stadt geht oder auch dem Land Griechenland. Das war ziemlich bedrückend, diese ganzen Tiere auf der Straße zu sehen, und heute haben wir auch eine tote Katze gesehen und das ist doch ziemlich erschreckend. Das war's also aus Griechenland. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Reise. Ich weiß noch nicht, wann das nächste Mal irgendwas kommt. Vielleicht kommt dann noch irgendwas, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Jetzt stellen wir uns da vorne, wollen wir nicht. Ey Robin. Ey Jo. Ich hab dir ein Getränk eingefüllt. Trink mal. Wow. Bist du schon runtergelaufen? Mhm. Oh, Robin. Challenge not succeeded.